In Krisenzeiten suchen die Menschen bei ihren Anführern nach Antworten. Aber seit die Planeten vom Himmel gerissen wurden, kann ich nur noch mehr Fragen anbieten. Und jetzt, mit der Rückkehr des Mars, wo soll ich anfangen? Wo ist sie? Deine Theorie war korrekt. Das Relikt stammt von den Pyramiden. Gar keine Frage. Die Leute wissen vom Mars. Ich brauche mehr Zeit. Die Kabale mobilisieren sich. Wir müssen... Sichert das Lager! Offenbar haben sie ein anderes Ziel. Was haben sie im Visier? Savatun. So, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play, und zwar Hexenkönigin, also Destiny 2, die Erweiterung Hexenkönigin. Ich habe ja alle großen Erweiterungen als Let's Plays schon herausgehauen, und hier haben wir jetzt noch diese. Wie immer, ohne Facecam, das gehört irgendwie zu den Destiny Let's Plays dazu, weil es ja früher auch immer so war. Das heißt, wir spielen hier durch. Es gibt übrigens die Möglichkeit, das Ganze noch auf Legendär zu spielen. Das habe ich auch schon ausprobiert, weil ich habe die Story schon zweimal durch. Aber als Let's Play wollte ich es trotzdem noch hochladen auf dem Let's Play Channel. Wenn ihr es aber auf Legendär spielt, gibt es übrigens noch schöne Ausrüstung. Das heißt, eine exotische Rüstung gibt es. Am Ende kriegt man noch ein schönes Gesamtpaket, um das Power Level zu erhöhen. Upgrade-Module, ich glaube, es wird schon aufgelistet. Das ist aber doch relativ zäh. Und wir spielen hier gemütlich die Story durch, um die Story zu erleben. Also auf einem normalen Schwierigkeitsgrad. Ich würde sagen, let's go. Wir müssen vielleicht noch gucken, wie es mit den Waffen aussieht. Da habe ich nämlich noch ziemlich viel Zeugs dabei. Okay. Was ich nicht brauche. Okay. Da hätte ich vielleicht noch entmisten sollen, aber wir schmeißen einfach ein paar Sachen raus. Da. Nehmen wir noch mit. Nehme ich noch eine. Habe ich noch eine Sniper oder so? Hüter, Aerith und ich errichten in der Nähe des Sattels eine Operationsbasis der Verborgenen. Wie ist deine Position? Wir sind in einer Art Getreidefeld. Was ihr seht, ist ein Fenster ins goldene Zeitalter. Der Mars ist mit zeitlichen Instabilitäten zurückgekehrt und Savatuns Anwesenheit hier ist kein Zufall. Wir glauben, dass das Wiederauftauchen des Mars sie aus ihrem Versteck getrieben hat. Sie könnte sich in einem geschwächten Zustand befinden. Die Flotte der Kabale blockiert den Flugweg zu ihrem Schiff. Ihr müsst einen Weg finden, dorthin zu gelangen und Savatun aufzuspüren. Das ist vielleicht unsere einzige Chance, zuzuschlagen. Das, was man hier übrigens sieht, diese Risse in die Vergangenheit im Prinzip, als der Reisende damals die Menschen, also als die Menschen den Reisenden entdeckt haben, war er nämlich gerade dabei, ich habe dazu mal ein Lore-Video gemacht, Destiny 1, er war gerade dabei, den Mars bewohnbar zu machen, also ein Ökosystem, ein funktionierendes mit Regen, er hatte da gerade begonnen, Regen auf dem Mars, also es regnen zu lassen. Und das goldene Zeitalter war dann das Zeitalter, nachdem die
die Menschen den Reisenden oder dass der Reisende den Menschen geholfen hatte. Und dann sind eben solche Sachen entstanden wie hier. Also dass wir die Möglichkeit hatten, in dem goldenen Zeitalter auf dem Mars tatsächlich Sachen anzupflanzen. Also Getreide, wie es hier der Fall ist, Gebäude zu errichten. Also das war wirklich bewohnt. Hier haben Menschen gelebt, haben Sachen angepflanzt. Das ganze Sonnensystem wurde nach und nach bewohnbar gemacht. Und das hier ist ein kleiner Einblick im Prinzip in die Vergangenheit, wie es mal war. Das ist ganz cool. So, ich wollte noch eine Sniper mitnehmen. Einfach fürs gute Gefühl. Habe ich keine dabei? Nein, das sieht schlecht aus für mich. Vielleicht droppt mir eine noch. Ich könnte eine kurz rüberziehen. Moment. Einfach mal. Wir haben es ja nicht eilig bei dem Let's Play. Nehmen mal eine neue Sniper hier rüber. Alte Sachen raus. So. Ist vom Power Level auch schon ein bisschen höher, aber das passt schon. Okay, das darf alles noch raus, weil wir werden ganz, ganz viele blaue Sachen kriegen. So, perfekt. Jetzt sind wir ready. Let's go. Das ist das Schiff von Savatun, so wie es aussieht. Ich werde storytechnisch übrigens immer ein bisschen so machen, dass erst dann, wenn ich die Sachen erfahre, auch wirklich drüber rede. Ist übrigens jetzt noch ein bisschen speziell, dass wir hier jetzt die Kabale angreifen, obwohl wir eigentlich ein Bündnis mit ihnen ausgehandelt haben in der letzten Season. Aber sie scheinen uns hier im Weg zu sein, deswegen ziehen wir einfach durch. Die armen Kabale. Let's go. Die Kabale bereiten eine riesige Kanone vor. Ich habe eine Idee. Geh rein und bring mich zu einer Konsole. Das ist halt typisch Kabale. Die können nicht einfach kleine Kanonen bauen. Nein, sie muss einfach so groß sein wie ein Wolkenkratzer. Um auf das Schiff zu schießen. Okay, wir arbeiten uns einfach gemütlich vor. Oh shit. Normalerweise sind es die Psions, die eigentlich eine Sniper brauchen. Oh ja, deswegen wollte ich einen Sniper mitnehmen. Einfach fürs gute Gefühl der Headshots. Okay. Moment mal, ich muss das mal kurz genießen hier. Ich schaue mir das mal kurz von ein bisschen weiter außen an. Wie gesagt, das Let's Play ist zum Story-Enjoyen da, die Story mitzuverfolgen, wenn man das möchte. Da lasse ich mir einfach schön viel Zeit. Ja, also mit der Kanone werden sie Schaden anrichten können. Obwohl damals mit Oryx und dem Grabschiff war es auch schwierig für die Kabale Schaden anzurichten. Ob sie daraus was gelernt haben. So, immer schön die explosiven Sachen nutzen, selbst wenn sie auf dem Rücken sind der Kabale. Scheiß drauf. Bring mich zu der Konsole. Mal sehen, wie diese Kanone funktioniert. Nach Königin Maras Ritual dachte ich, Savatun würde sich verstecken. Warum zeigt sie sich dann so schnell wieder? Scheint mir etwas zu leichtsinnig für die Göttin der Lügen und Tricks. Ja, Savatun, die Schwester von Oryx, die bekannt dafür ist für Lügen und Tricks. Das ist ihre Stärke im Prinzip. Oryx war mit dem Besessenen und der Stärke, also es war sehr mächtig, kraftvoll. Und sie ist hinterhältig. Ja?
Ja, nehmen wir mal. Okay. Nehmen wir mal die Gerlehorn mit. Um ein bisschen Ruhe zu schaffen. Oh. Achtung, Fass. So. Komm, gib mir die Infos. Ich will wissen, was los ist. Okay, ich hab's. Wir brauchen Treibstoff, Energie und die Kontrolle über das Projektil. Das Projektil wirst natürlich du sein. Ich weiß, was du jetzt denkst, aber vertrau mir. Es wird funktionieren. Meine Pläne funktionieren immer. Beginnen wir damit, die Treibstoffleitungen zu öffnen. Okay. Es ist natürlich auch ein bisschen so aufgebaut, dass Neueinsteiger, also die noch gar keine Ahnung von dem Universum haben, hier so ein bisschen Infos kriegen. Ein bisschen einen Überblick zu verschaffen. Ich finde, die Kabalstrukturen sehen einfach so pure Industrie, ne? Also nichts ästhetisch, nichts Schönes, einfach nur Nutzen. Und genau so bauen sie. Alles Platten aus Metall, überall Rohre. Hauptsache, es ist nützlich. Okay, Moment. Wir werden nachher auch noch auf den leeren Fokus umstellen übrigens. Der wurde nämlich überarbeitet. Da gibt es jetzt leere 3.0. Aber zuerst ein bisschen Solar genießen. Ja, dann hauen wir mal die Treibstoffleitung rein. Das war die erste Hüter. Eine fehlt noch. Oh je, ein Schwert. Blauer Drop. Wir starten übrigens alle mit dem Power Level 1350. Das heißt, wir haben hier auch mit dem Power Level 1350 gestartet. Wenn man sich also überlegt, mit dem Spiel anzufangen, starten alle mit dem gleichen Level. Okay, Moment. Wir verprügeln den jetzt einfach. mit diesem riesen Schraubendreher. Die Treibstoffleitungen sind offen. Okay. Also da hinten hin. Oder ich zeige euch das mal. Ist. Ja, okay. Die Kabale durften hier vorhin stehen, ich nicht. Das war fies. Seht ihr? Also wahnsinnig schön gebaut ist es nicht. Es ist einfach nur. Naja, Nutzen. Sieht ein bisschen aus wie eine Bohrinsel. Ja, gut, das ist auch Treibstoff, der hier durchfließen soll. Guck in deine Haare raus, mein Freund. Ist übrigens auch ein Crit-Spot hinten am Rücken, da wo die Düsen sind. Nicht nur der Kopf. Ich kann den auch hinten in die Düsen ballern. Als war ich hier nicht schon? Also. Generatoren. Mal schön auf den Tank.
Okay. Nehmen wir das mal so, ich schiebe mal das Fass hier runter. Einfach für den Fall. Warte, ich sprich's trotzdem. Ja, man merkt schon, dass es auf einem einfachen Schwierigkeitsgrad ist. Und ich die Sniper natürlich dabei habe, dass das Powerlevel noch ein bisschen hochzieht. Okay. Also man könnte nicht sagen, dass sie keinen Spaß haben, wenn sie sterben. Übrigens, dieser Dampf, der entweicht, wenn man den Kabalen in den Kopf schießt. Das ist... Die Kabale brauchen einen Anzug, um zu überleben. Die können nicht einfach so in unserer Atmosphäre atmen. Das heißt, die haben einen Kampfanzug an. Wenn man ihnen in den Kopf schießt, ist das Gas, was entweicht, der aus ihrem, seht ihr das? Aus ihrem Anzug entweicht. Und je nachdem haben sie unterschiedlich große Kampfanzüge und dementsprechend unterschiedlich groß sind die Kabale auch. Also die Kabale sind von der Größe her immer gleich groß etwa, aber wenn sie einen guten Anzug haben, also einen guten Kampfanzug... Also wenn ich die Göttin der Lügen wäre, würde ich nicht mit einem riesigen Schiff auftauchen. Das schreit ja förmlich. Hier bin ich! Kommt und tötet mich! Oder vielleicht wedelt Savatun mit einer roten Fahne vor einem Stier. Und wir sind der Stier. Oh, da muss ich gar nicht hin. Holy shit. Hier geht's durch. Scheiße. Okay. Ja, naja, Savatun darf man nie trauen, ne? Also ist egal, was sie macht. Man muss wirklich immer vorsichtig sein bei ihr. Dafür ist sie bekannt. Das ist ihre Stärke und die spielt sie aus. Wir brauchen zwei Überbrückungscodes, um den Aufzug in Gang zu setzen. Nur Kabal-Ingenieure haben welche. Ja, dann wollen wir hoffen, dass wir Glück haben und zwar hier sind, oder? Oh yeah, nice, okay. Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eigentlich 9 Schüsse. Aber der ist cool, wenn die Super so eingestellt ist, jeder Kill regeneriert einen Schuss. Piu piu. Die Psions haben übrigens auch so einen Kampfanzug an, deswegen sind sie so schnell. Diese Kampfanzüge, die Standardkampfanzüge von den Kabalen und den Psionen, sind übrigens zwei unterschiedliche Rassen, die Psionen und die Kabale. Habe ich mal ein Video dazu gemacht, wie das aufgebaut ist. Nun, die haben immer ein Jetpack dabei und die Psionen verwenden den Jetpack, um schneller zu rennen, während die Kabale, weil sie etwas schwerer sind, den meistens brauchen, um irgendwo hoch oder runter zu kommen. Das sieht man hier zum Beispiel sehr gut, weil sie so hoch und runter springen. Okay, Moment mal. So, der hat den Key, den brauche ich. Den Code. Bring mich zu dieser Konsole. Ich werde den Aufzug aktivieren. Okay. Er hat es einfach überlebt. Also, Aufzug. Ist ein Munitionsaufzug, ist noch nicht mal ein echter Aufzug. Wir müssen nur noch die Flugbahn anpassen. Okay. Seht ihr, wie die hier einfach... Das ist die Munition, die sie wohl normalerweise verwenden. Wenn man sich mal ein bisschen Zeit nimmt und sich die Umgebung anguckt, merkt man halt richtig, ne? Schöne Munition, die hier rumliegt.
Diese Dinger hier, die sie transportieren, sind auch riesige Geschosse, die sie eigentlich verwenden. Man kann sich in dem Spiel auch ruhig mal die Zeit nehmen, die Umgebung ein bisschen anzugucken. Da merkt man, dass das eigentlich mega schön aufgebaut ist. Okay. Als ich nach den Kanonenplänen gesucht habe, habe ich einen Marschbefehl von Keikel entdeckt. Sie will den Mars für die Kabale zurückerobern. Ich weiß nicht, wie sie es finden würde, wenn wir uns einmischen. Ja, vor allem, weil wir eigentlich mit den Kabalen einen Nicht-Angriffspakt oder einen Frieden, ein Bündnis haben. Das hat man jetzt natürlich nicht mitgekriegt, storytechnisch, weil ich nur die großen Add-ons Let's Play, weil da halt auch nur die Stories dabei sind, die wirklich Let's Playbar sind und sinnvoll sind. Aber eigentlich sind wir mit den Kabalen verbündet, also mit Keitel, der aktuellen Anführerin. Der Tochter von Kallus. Ja, ist ein breiter Sitz. Da hat ein Kabalarsch drauf Platz. Okay, die Kanone richtet sich aus. Zeit zum Nachladen, Hüter. Keine Sorge, das wird schon klappen. Aber ich bin da, um dich wieder zu beleben. Ja, falls ich Matsch an der Wand bin, dann ist er da, um mich wieder zu beleben. Das ist ungemein beruhigend. Soweit ich weiß, war noch nie ein Hüter auf Savatuns Schiff. Entweder lädt sie uns an Bord ein, oder sie ist nach der Begegnung mit Königin Mara so geschwächt, dass sie ungeschickt wird. Ich hoffe auf Letzteres, aber ich würde nicht darauf wetten. Okay, katapultiere mich nach vorne. Das kommt sicher gut. Okay. Oh, jetzt sieht man es mal von oben. Das ist die Kanone. Das ist die ganze Anlage. Die müssen sie auch ruckzuck zusammengebaut haben, ne? Also diese mit den Schiffen haben sie das letzte Kanonenteil da montiert. Und ja, echt schnell. Ikora, wir haben es auf das Schiff geschafft. Und wir sehen Spuren von Leere Licht. Scheint, als wäre schon ein anderer Hüter hier gewesen. Das ist unmöglich. Vielleicht haben wir übereilt gehandelt. Es gibt zu viele unbekannte Variablen. Savatun ist die Göttin der Lügen. Auf einen Moment zu warten, wo ihre Absichten klar sind, würde ewig dauern. Nicht ewig. Nur so lange, bis wir für Unterstützung sorgen können. Hüter, Aeris und ich sind festgenagelt. Wenn du jetzt umkehrst, haben wir mehr Zeit zum Planen. Ich glaube nicht, dass Savatun uns Zeit lassen wird, Ikora. Das könnte unsere einzige Chance sein. Keine Sorge, wir kümmern uns darum. Seid vorsichtig. Das ist Leerelicht da. Das sind Rückstände von Leerelicht, ne? Hat jemand Leerelicht verwendet, um die Kabale zu töten? Oh ja, super vertrauenserweckend. Let's go. Also was man Savatun lassen muss, sieht schon gut aus, was sie hier in Auftrag gegeben hat. Ich nehme nicht an, dass sie selber gebaut hat. Unheimlich, aber stilvoll. Okay. Sag ich doch. Schön. Gut, jetzt ist es weniger stilvoll und ist nur noch unheimlich. Okay. Wir machen mal ganz kurz Folgendes. Wir nutzen kurz den Moment, um das umzuschalten.
Ich rüste jetzt übrigens die hochrangigen Sachen hier noch nicht aus. Ich will stilvoll rumlaufen, okay? Und soll auch ein bisschen schwierig bleiben, vom Schwierigkeitsgrad her. Und wenn ich die hohen Sachen ausrüste, dann fallen die alle also wahnsinnig schnell um. Deswegen machen wir das jetzt einfach so, dass wir die Sachen da nicht groß anziehen, sondern so rumlaufen, wie jetzt hier gerade unterwegs sind. Okay. Kann ich die Farbe noch wechseln? Wisst ihr was? Wir machen schnell den hier drauf. Und zwar überall. Damit es mit Leere einfach besser aussieht. Sehr rot sonst. Eh besser. Geht ja auch ein bisschen um Style. So. Also. Schöner. So, das ist jetzt Leere 3.0, um es noch zu erklären. Das heißt, wir haben jetzt einen anderen Focus Tree. Wer also die letzten Let's Plays geguckt hat, wird merken, okay, da hat sich einiges getan. Wir können hier theoretisch das Ausweichen umstellen. Wir können hier die Sprünge umstellen. Wir haben jetzt Dreifachsprung drin, ist für die Kampagne ganz gut. Dann den Wurfnahkampf, dann die Granaten. Da haben wir auch noch andere Granaten dazu gekriegt. Also die normalerweise der Titan oder der Warlock brauchen, sind hier mit dabei. Dann haben wir jetzt Aspekte, die uns verschiedene Boni geben. Ich nehme jetzt einfach mal irgendetwas rein, ja. Ich werde dann im Übergang der Folge mich noch kurz reinlesen, was gut ist und was nicht gut ist. Und dann werden wir dementsprechend noch ein bisschen umstellen. Aber so machen wir einfach mal zack, zack, zack. Ach ja, und den Bogen natürlich noch umstellen, keine Frage. Den kann man nämlich auch noch umstellen. Kurz gucken. Entweder nimmt man die Spektralklinge, Schattenschuss Todesfalle oder Mobius-Köche, also mehrere Schüsse. Wir machen jetzt mal mehrere Schüsse. Es hat irgendwie Stil. Auf eine unheimliche Art und Weise sieht es halt verdammt gut aus. Aber man merkt schon, es ist und bleibt Char. Oh, hallo. Oh, hallo. Hey, das ist nicht gut. Hast du die Motte gerade gesehen? Ich sehe sie noch. Sie glühte vor Licht. Und es war kein verdorbenes Licht, Hüter, sondern ein Licht wie unseres. Ja, Arkus-Licht. Das Licht, das wir verwenden, wenn wir die Arkus-Klinge verwenden oder Sturmbeschwörer, wenn man Warlock ist. Oder fette Chaos-Smashes, wenn man Titan spielt. Okay, das ist typisch. Okay. Okay, wir nieten einfach alles um. Ach, ich war unsichtbar. Warum war ich unsichtbar? Ja, sie haben viele Sachen geändert und ich habe den Jäger noch nicht angeguckt. Beim Titan und beim Warlock weiß ich schon, was da alles drin ist. Sind sehr coole Änderungen übrigens. Das Leere 3.0 ist eine ganz, ganz coole Sache. Ja. Oh, okay. Einmal ein Tribut. Und da ist eine Kette weg. Hier müssen wir durch. Das heißt, wir müssen Feinde töten, Tribute sammeln. Steht auch links schön die Mission wieder angezeigt. Oh ja, ich liebe explosive Sachen, wo man rausschießen kann, damit sie sterben. Er hat diese Motti, ne? So, und der fliegt jetzt zum nächsten hin. Die im fetten Überschild. Das heißt, wir töten die Motti jetzt. Ist eigentlich eine total schöne Überlegung, oder? Eine Motte, die das Licht sucht und jetzt ist sie Licht. Arkuslicht. Zack, zack. Eins Tribut abgegeben.
Da verschwindet das nächste, wunderbar. Ah nee, ich habe zwei aufgenommen, ich hatte zwei Räder getötet. Ja, moin. Vielleicht war es die Smoke, die mich... Ja, die Granate hat mich unsichtbar gemacht. Okay. Tributbringer, Hexe. Die Story der Schar ist übrigens auch mega cool. Diese kleinen Leibeigenen, die rumrennen, sind die... Das ist die Standardversion, ja? Sind die normalen. Und wenn die genug Leben oder auch Licht verschlungen haben, dann verwandeln sie sich in Akolyten. Also die können sich weiterentwickeln zu denen hier. Ja? Und wenn sie in dieser Form genug Leben und Licht verschlungen haben, also zum Beispiel Hüter getötet und das Licht aufgenommen oder Leben genommen, dann können sie sich weiterentwickeln. Entweder zu einer Hexe, zu ihr hier, oder zu einem Ritter, das können sie selber entscheiden. Wenn sie Hexen, wenn sie Hexenmutter-Gelee aufnehmen, dann können sie sich zur Hexe verwandeln. Und wenn sie das nicht tun, dann verwandeln sie sich zum Ritter. Und dann können sie natürlich noch aufsteigen. Aber deswegen gibt es immer entweder große Hexen oder große Ritter, weil eine höhere Stufe gibt es im Prinzip nicht. Naja, außer die Göttlichkeitsstufe Oryx oder Savatun oder Zivu Arath, aber das ist nochmal eine separate Sache für sich. Okay, Loot. Die Schar sollte das Licht nicht gegen uns nutzen können. Sie sollte es überhaupt nicht nutzen können. Der Reisende würde ihnen diese Macht niemals geben. Jedenfalls nicht freiwillig. Das ergibt einfach keinen Sinn. Wir müssen Savatun finden. Hm. Ist nicht gut, wenn sie das Licht verwenden. So, lösche den schnell. Dann löschen wir den schnell. Obwohl, den Granatwerfer, den verwenden wir. Mach ein bisschen die Sachen, die Waffen zu zeigen, die hier droppen. Rüstung ist ja nicht so wichtig, das ist immer das Gleiche. Das sind nur unterschiedliche Werte. Aber die Waffen sind vielleicht ganz cool. Flump und Flump. Okay, das sagt alles. Es sieht ein bisschen aus wie ein Leibeigener, ne? Aber nicht so wie die, also nur ein bisschen diese Statue. Wir gehen auch hier über diese Motten rum. Es sieht einfach gut aus, die Umgebung ist einfach schön. So Char-unheimlich mäßig, meine ich natürlich. Aber das ist das, was ich meinte, also ihre Basisform sieht etwa so aus. Und dann sind sie die Symbiose eingegangen mit den Würmern, den Würmgöttern und konnten sich dann weiterentwickeln und stärker werden. Aber dafür mussten sie immer Leben und Licht nehmen. Unendlich. Also die Würmer, die sie in sich aufnehmen, verlangen nach immer mehr Leben und Licht. Sie sind daran gebunden. Sie haben keine Wahl. Ah, das sind die Leibeigenen. Seht ihr die Ähnlichkeit? Ich empfange ungewöhnliche Energiewerte von der Statue. Machen wir einen kurzen Umweg. Ähnlichkeit da, oder? Also die Akolyten, Leibeigenen sind Ähnlichkeit. Ich gehe davon aus, dass das die ursprüngliche Form ist von ihnen. Wir müssen einen anderen Weg gehen, wir können hier nämlich nicht durch. Das heißt, sie sind dann die Symbiose mit den Würmern eingegangen und mussten sich dann weiterentwickeln, haben sich weiterentwickelt und sind zu dem geworden, was sie heute sind. Böse Motti. Okay, das war Klaus. Das sind Ritter, ne? Mit dem Schwert, weil die Schar folgt der Schwertlogik und die Schwertlogik besagt, wenn also der Stärkere überlebt und du musst alles töten und stärker werden. Das ist die Schwertlogik. Diese Motten greifen dich an, wenn du sie nicht abschießt, Töter. Ja, und explodieren bei mir. Oh no. Okay. Das habe ich absichtlich gemacht, ich wollte den Spannungsbogen natürlich aufrechterhalten. Ich frage mich, ob man da runter kann. Ist da unten nochmal eine Motte? Sieht nur so aus.
schon gut aus, hey, Wahnsinn. Hey. Kann sogar hier rein. Boah, ja, das ist Schar. Das ist Schargebiet. Wo sind die Leibeigenen hin? Die Statue sieht nicht nach der Schar aus. So etwas habe ich noch nie gesehen. Sieht ein bisschen pyramidisch aus. Sie sieht nach Pyramidentechnologie aus. Was hat sie auf Savatuns Schiff zu suchen? Wir sollten sie zu Ikora bringen. Oh, Freunde, hallo. Tja, ich bin halt vom Power Level immer noch ein bisschen hoch. Das ist ärgerlich für euch. Na ja, das ist jetzt cool. Wenn sie leere Fähigkeiten drauf haben, dann explodieren sie, weil ich das eingestellt habe. Mit den leeren Fokus 3.0. Komm, da machen wir jetzt flump flump. Weg damit. Oh no, oh no. Okay, das ist zu viel. Die Motten greifen mich an, wenn sie keine Schar beschützen können. Wenn mich da mehrere Motten angreifen, wird es ein bisschen schwierig. Es ist fast schon schade, dass die Schar böse ist, nicht? Ich meine, es ist eigentlich total schön gebaut hier. Naja, das Meister muss vielleicht mal aufräumen, aber ansonsten... Schau an, von da kamen wir. Boah, wie krass die Statuen gebaut sind. Ja. Da seht ihr es. Sie haben alles erbaut. Ist das überall so? Nee, das ist nur hier so. Wahrscheinlich auf der Seite auch. Hey. Dauert ein Momentchen, bevor ich sie abknallen kann. Deswegen übrigens haben die Ritter auch die Schwerter, ne? Wegen der Schwertlogik. Ah, das ist ein Wurm. Sieht man ihn? Das sind die Würmer, die sie aufgenommen haben. Also die Schar haben früher ganz anders ausgesehen. Ich denke eher in diese Richtung. Und dann, als sie die Würmer in sich aufgenommen haben, um stärker zu werden, hat er das leider auch das Problem mit sich gebracht. Dass sie... Sieht man den Wurm irgendwie? Nein, ich sehe den nicht. Töt nochmal einen, damit man den gut sieht. Und die geben ihnen die Kraft eigentlich. Dadurch werden sie stärker. Aus, Motte. Vielleicht sieht man es hier? Nein. Schade. Ich glaube, ich hatte es in einem Let's Play schon mal gezeigt. Ich glaube, in der Standardversion. Da rennt man in den Gefilden rum von ihnen auf Titan und da sieht man das ziemlich gut. Okay. Hallo? Fehlt nur noch ein Echo. Es gibt Berichte, dass Savatun versucht, leere Licht von toten Hütern zu erbeuten. Vielleicht hat das etwas damit zu tun. Vielleicht hat sie die ganze Zeit die Leere studiert. Naja. Hat sie sie vielleicht dazu benutzt? Er redet von dem einen Strike. Also die Destiny-Spieler unter euch dürfen das kennen. Der Strike heißt Savatuns Lied. Das ist ein Strike auf Titan. Da geht ein Einsatztrupp hin und stirbt, währenddessen sie versuchen, den Strike zu machen. Und wir gehen dann hin, um zu gucken, ob der Einsatztrupp noch lebt und was da los ist. Und da ziehen die Schar aus diesen Hütern
das leere Licht aus ihnen heraus und machen sogenannte Char-Kristalle. Leere Kristalle sind das. Das heißt, die Char experimentiert schon sehr, sehr lange mit dem Licht und gucken, was sie machen können. Und in dem Strike opfert sich dann eine Hüterin, die da noch überlebt hatte und unten um ihr Leben kämpft, und hat gesagt, sie opfert sich selber, dass wir diesen Kristall kriegen, damit wir bis ans Ende können, um am Ende diesen riesigen Kreischer zu töten. Savatuns Lied. Und der Strike heißt auch schon so wie sie. Also, auch das Ritual trägt ihren Namen. Savatuns Lied. Dementsprechend hat sie seit Anfang an von Destiny 2 schon mit dem Licht rumexperimentiert. Und in dem Fall mit dem Leerlicht. Und davon redet der Geist. Unser Geist redet gerade davon. Taiko hieß die Hüterin. Taiko 3, es war eine Exo-Hüterin. Das war Savatun. Beeil dich! Ja, das... okay. Dann... oh, okay! Wo willst du hin und warum siehst du so aus? Er sieht ja richtig gut aus. So viel zu leere Licht. Nein. Nein, das ist unmöglich. Ist das ein Geist? Das kann nicht sein. Bring mich näher ran, Hüter. Ich muss das sehen. Ja, naja, er lebt wieder. Was will ich noch näher ran? Ich kann es nicht glauben. Eine Barriere? Wir müssen den Geist aufhalten. Es gibt keinen anderen Weg. Dann töten wir ihn. Dieses Ding ist nicht wie ich. Das erkennst du doch, oder? Dann machen wir ihn kaputt. Ich glaube es nicht. Wir müssen weitermachen. Oh, Reisender, was hat sie dir angetan? Dieses Gebiet. Es ist so gut. So, wir haben jetzt gerade eine Schar getroffen, die einen Geist hat und Leerlicht verwendet. Ein Ritter, um genau zu sein. Und er hat ein Schild geworfen wie ein Titan, Schildwurf. Er hat eine Barriere gestellt wie ein Titan. Leere Titans können ja auch Barrieren stellen. Also, da ist was im Busch. Hey, das ist die Mitte von dem Ding. Voll cool. Deswegen, ach so, deswegen ist hier ein Portal in der Mitte. Da ist Savatun durchgeschlüpft. Da unten. Das da unten ist eine Stelle, wo der Reisende war. Wenn man so eine Stelle sieht, man sieht es ein bisschen schlecht, da hat der Reisende verharrt im Prinzip und hat wahrscheinlich den Mars bewohnbar gemacht. Es hat was Königliches an sich, nicht? Also wenn ihr das auf YouTube guckt, Chat, Leute, dann schreibt gerne in die Kommentare. Es hat was wahnsinnig Königliches, oder? Ich muss mal ganz kurz hier, ich höre sie schon, nach meinem Leben trachten. Boah, ach so, der Bogen ist jetzt mehrfach, der macht flump, ballert einfach drei raus, ja moin. Das ist ja cool. Das ist voll die Zerstörungssuche dann. Wie gesagt, ich habe mir da auch noch nicht alles angeguckt. Ja, ohne Licht bist du nichts. Leere Licht. Eieiei. Wir müssen unbedingt mehr erfahren. Da ist wieder eine Tributbringerin, das haben wir vorhin schon gemacht. Ja, ich mach's unsichtbar. Ich muss im Übergang von der Let's Play-Folge zur nächsten Let's Play-Folge mich unbedingt kurz in die leere Sachen einlesen, weil ich merke gerade, dass ich keine Ahnung habe, was eigentlich die Fähigkeiten können, die ich hier benutze. Aber es ist cool, es macht schön flump, man ist mal unsichtbar, es gibt eine Explosion hier und da. Aber was bewirkt?
Ja, das, okay. Das hier sind übrigens verfluchte Leibeigene. Was genau ihre Daseinsberechtigung ist, weiß ich auch nicht. Die versuchen auf alle Fälle einen in die Luft zu jagen. Sehen schon easy creepy aus. Die hellsten sind sie auch nicht. Vielleicht sind sie deswegen Verfluchte. Ja, warte mal. Achso, ich habe von der Hexe habe ich die Bürde mitgenommen. Das Tribut. Um diese Schlösser wegzumachen. Das sind übrigens Scharzeichen. Scharglyphen, wenn man so will. Aber jetzt haben wir bereits Leere gesehen. Wir sehen hier Arkuslicht. Also irgendwas läuft hier gewaltig schief. Irgendwas läuft gewaltig schief. Aus böser Oger. Achso, ja, Oger werden übrigens gezüchtet. Das ist keine weiterentwickelte Stufe, sondern die werden gezüchtet. Die bestehen zu einem größten Teil aus Char-Magie. Was die ursprüngliche Form eines Ogers ist, weiß ich nicht. Aber sie sind nicht in der Evolutionsstufe vorhanden. Also es ist nicht, dass der Leibeigene dann Akolyt und dann Oger wird, sondern die werden gezüchtet. Habe ich schon gezüchtet gesagt? Ich sag's nochmal, gezüchtet. So, okay, Kacke, wo ist denn? Achso, scheiße, den hätte ich aufnehmen müssen. Full Life bin, macht die mir nix. Ja. Ist das Portal jetzt offen? Kann ich durch? Kann ich Savatun nach? Zuerst der Loot natürlich. Okay. Let's go. Ja, wo kommen wir jetzt raus? Was ist das für ein Ort? Das sieht nicht aus wie eine Schar-Thronwelt. Aber es scheint eine Schar-Thronwelt zu sein, oder? Es hat was Königliches an sich. Wie so ein Palast. Ja. Savatun. Das sind wahrscheinlich weibliche Einflüsse. Dass man so ein Auge und ein Händchen für Ästhetik hat, oder? Muss wohl. Sieht aber gut aus, ey. Können wir uns nicht mit der Schar verbünden und hier leben? Okay. Wir schleichen mal durch. Merkt ihr, wie ich schleiche? Voll krass. Da, ein Wurm. Zack, und weg. Holy shit. Okay. Das ist Leere 3.0. Stärker als Leere 2.0. Okay, ich weiß jetzt nicht, warum der so geflogen ist, aber okay. Wir ballern einfach alles ab. Einfach alles ab. Weg damit, stirb, tot. Okay, das ist wieder so ein gezüchteter Oger. Wichtig. Okay. Ah, warte, die Motten kann ich doch auch. Ja. Die Motten machen ja auch Explosionsschaden. Und wenn ich die abknalle, dann töten sie die Umgebung. Gut.
Vermute, da geht's weiter. Ist mega schön. Aber gut, so, okay. Können es noch ewig bewundern. Wir werden genug Zeit Sag hier. Sag mir, oh verehrter Gast. Sie ist es. Wie hast du das geschafft? Wie hast du die Kraft gefunden, etwas zu zerstören, das dir so ähnlich ist? Das hat mich angegriffen. Deswegen. So simpel ist es. Da! In den Spiegel zu schauen und zu töten, was zurückblickt. Sie redet von dem Geist, den wir zerdrückt haben. Okay. Nein! Vorgemein. Okay. So verschwendet man seine Super, meine Damen und Herren. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich was mit Leere töte, dann bin ich unsichtbar. Kann das sein? Steh mal ganz kurz von der Leere, bitte. Doch nicht. Wahrscheinlich schon. Oh. Okay. Wir nieten alles um und dann suchen wir sie. Das können wir ja. Ah, schön, dass du wieder da bist. Wow, okay, okay, das ist Leerlicht. Hallo. Warum benutzt du das? Ich fand das schon nicht in Ordnung, dass der... Was machst du da? Das ist immer nur eine leere Explosion, aber mehr ist es nicht. Das ist eine Nova. Oh, das ist aber eine süße Nova. Da kriegen wir ja... Die wird ja immer größer. Holy shit. Ich wollte gerade sagen, da kriegen wir als Warlock einen größeren Nova hin, aber... Nice! Ich sehe durch die Wand. Ist es das, was ich dachte? Steht mal kurz. Hey, vielen Dank. Super lieb von dir. Okay, wir bomben einfach zu. Dafür haben wir den Granatwerfer dabei. Weg damit. Wow. Ich will nicht wissen, wie viel Schaden das macht, wenn mich das trifft. Komm schon, du bist stark. Aber das war zu einfach. Es schien irgendwie zu einfach. Nicht? Ich dürfte nicht mehr den Loot mitnehmen. Aber sie kann Projektionen erschaffen. Sie oben war die echte und die rechts und links waren Projektionen. Hörst du mich? Wir sind hier, Ikora. Zurück auf dem Mars. Zurück? Von wo? Savatuns Thronwelt. Ja, wir hätten uns melden sollen, aber wir hatten Savatun im Visier. Das war vielleicht unsere einzige Chance, sie zu erwischen. Ich kann das verstehen. Es passiert nicht oft, dass Savatun sich selbst offenbart. Da ist's.
noch etwas anderes. Bevor wir das Schiff verließen, trafen wir einen ihrer Ritter. Und er... Er hatte einen Geist, Ikora, so wie jeder andere Lichtträger auch. Einen Geist? Ein Scharritter mit einem Geist? Aber das heißt... Savatun hat das Licht gestohlen. Aber das ist unmöglich, oder? Unmöglich? Für Savatun ist nichts unmöglich. Ja, damit beginnt es. Savatun, die Hexenkönigin, Schargöttin der Lügen und Tricks. Laut Schar-Legende hätte sie auf einem fernen, unwirtlichen Planeten ein kurzes, ereignisloses Leben geführt. Wenn der Wurm sie nicht vor einer bevorstehenden Katastrophe gewarnt hätte. Und so führte sie ihre Geschwister in die Tiefe. Wo die alten Wurmgötter ihnen unermessliche Macht im Austausch für endlosen Blutzoll anboten. Daraus entstand die Schar und unzählige Zivilisationen wurden zum Untergang verurteilt. Über Äonen hinweg verschlangen sie unangefochten Leben und Licht, wo immer es zu finden war. Bis sie schließlich auf die Hüter trafen. Nach dem Tod ihres Bruders Oryx tauchte Savatun unter. Natürlich nicht aus Angst. Es war Teil ihres Plans. Denn sie weiß, dass man seine Feinde am besten besiegt, wenn man sich ihnen anschließt. Sie vollbrachte ihre größte List. Sie infiltrierte die Vorhut und schwächte uns von innen heraus. Wir hatten es niemals für möglich gehalten. Doch sie stahl unsere wichtigste Ressource. Das Licht. Dazu werde ich gleich noch ein paar Sachen erklären. Wenn man zum Beispiel die Nebenseasons nicht gespielt hat, fehlt hier nämlich noch ein bisschen Info. So. Das ist jetzt unsere Basis, von da aus wir agieren können. Wir haben ein Postfach, wir haben einen Tresor. Steht die Cora, da geht es auch weiter. Ein paar Hüter, die hier rumstehen. Die haben wir ganz am Anfang in der Cutscene auch gesehen. Da unten Jäger. Das ist ein Warlock. Das sieht mir nach Titan aus. Ja, ja. Okay, also. In Destiny 1 haben wir Oryx besiegt und seine Schwester, zwei Geschwister, Savatun, gegen die wir jetzt hier kämpfen in dieser Erweiterung, und Xibu Arath, die sicherlich irgendwann auch noch auf den Plan tritt. Und es ist so, das, was ich ja schon erzählt hatte, dass die Schar mächtiger geworden sind durch diese Würmer, die sie aufgenommen haben. Und Savatun, also zwischendrin, zwischen dem letzten Addon und diesem Addon gab es viele Seasons. Und da wurde Oryx, Osiris hatte da seinen Geist wohl verloren und wurde dann von Savatun gefunden. Und Savatun hat sich dann als, ja, als Osiris ausgegeben und konnte so lichtlos, weil er ja lichtlos war zu dem Zeitpunkt und alle das wussten im Prinzip, konnte sie eigentlich uns infiltrieren und hat sehr, sehr viel über uns gelernt. Das heißt, sie hat die Gestalt von einem Hüter angenommen, der kein Licht mehr hatte, und konnte uns so ausspionieren, austricksen. Und dann hatten wir sie, sie hat sich dann zu erkennen gezeigt und schlussendlich wollten wir sie eigentlich besiegen mit der Hilfe der Königin vom Riff, also von den Erwachten. Das ging aber leider schief. Das war das Ende der letzten Season und sie ist entkommen. Und jetzt taucht sie hier wieder auf, nachdem sie ja, den Kampf im Prinzip mit Marasov hatte, der Erwachtenkönigin. Und hier sind wir jetzt. Also das hat... Oh, das ist mein Schiff oben.
Da, das fehlt hier noch ein bisschen als Erklärinfo, falls man die letzte Season oder die letzten Seasons nicht gespielt hat. Dadurch hat sie sehr viel gelernt und offensichtlich auch sehr viel über das Licht von uns. Aber sie ist nur knapp entkommen, also sie ist unserer Königin, der Königin, also der Erwachten meine ich natürlich, nur knapp entkommen. In der letzten Season hätten wir sie fast erwischt. Deswegen meinte der Geist auch, sie sei geschwächt. Und es wundert ihn, dass sie in einem geschwächten Zustand so schnell wieder auf den Plan tritt, dass sie jetzt schon wieder hier ist. Aber wie das weitergeht, das erfahren wir in den nächsten Folgen, weil das war jetzt die erste Folge von Destiny 2, der Hexenkönigin. Und in der nächsten Folge geht's weiter und wir gucken, wie die Geschichte weitergeht. Wenn ihr es auf YouTube guckt, lasst ein Like da, einen Kommentar. Und wenn die Art und Weise gefällt, wie ich die ganzen Sachen so ein bisschen erzähle, damit man einen Zusammenhang hat, schreibt es gerne als Feedback in die Comments. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.